Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, unsere Reise geht weiter. Zuerst mal aus der Wüste raus, dann durchs Landesinnere. Wir werden auch wieder ganz viele einheimische Kontakte haben. Und dann geht es ins Wadi Lajab, wo wir auf Affen treffen. Durch schmalste Felswände sind wir da reingefahren und ja, haben dann da übernachtet. Und es war ein besonderer Ort. Aber seht selber und wir sehen uns bald. Tschüss! So, diese Nacht haben wir hier übernachtet, in dieser wunderschönen Landschaft mit diesen runden Steinen. Die Sonne ist schon aufgegangen, es war da drüben super Platz. Insgesamt kamen 4 Autos von den Bewohnern da hinten und haben uns eingeladen zum Tee und Essen und. Die wollten alle, dass wir runterkommen. Also die Gastfreundschaft in Saudi-Arabien ist ja eines der größten überhaupt, zumindest jetzt noch. Es kann sich dann ändern, wenn immer mehr kommen, aber egal wo man wird immer eingeladen, mindestens zum Tee und auch zum Essen manchmal. Ja, das ist einfach sehr, sehr herzlich. Morgenstunde und wir verlassen unseren Schlafplatz wieder. Hier in dieser wahnsinns traumhaften Umgebung. Wir fahren weiter und diese Kulisse ist einfach der Hammer. Wir sind jetzt im Wadi, also Flussbett, und müssen da durch. Einfach nur schön, ey. Das ist natürlich ein Motiv, zum Fotos zu machen. Circa 100 Kilometer erreichen wir wieder Landstraße. Wer hat diesen Stein da hochgepackt? Also ich denke, wir fahren hier in einem riesigen Vulkankrater, weil rundherum ist ja so diese Berge. Überall dieses Vulkangestein. Die Fahrt geht jetzt durch dieses Steingebirge. Ja, zur nächstgrößeren Stadt. Was ist denn das denn? Eine Steinlandschaft über hunderte von Kilometern. Spezielle Landschaft. Ja, die Natur, die gibt hier die Steigungen vor. Da werden keine Brücken gebaut. Da muss man die ganzen Steigungen echt rauf und auch wieder runter. Und alle Kurven, was hat die Berge so verlangen. Voll integriert, das ist Architektur. Tolle Aussicht, da geht es mal wieder voll runter. Wir sind vorher auf 2150 Metern gewesen. Jetzt geht es wieder bergab. René findet ja Bremsen immer ein bisschen überflüssig. Das heißt, es muss alles die Motorbremse halten. Der Fahrer fährt im Gegenlicht, der sieht überhaupt nichts. Es gibt am Ende das gute Gefühl, ey, scheiße. Voll steil runter, man sieht, da haben es auch manche schon nicht geschafft. Eieiei. Von dem Abendrot ist es natürlich sehr schön hier. Aber gut bremsen.
Also um Steigungen, naja, so von 20% schert sich hier niemand. Oder vielleicht mehr. Hat schon recht, das ist langsam weg. Ja, klar. Hinten haben wir übernachtet und jetzt geht's ab runter zum Meer. So, da ist ein ganzer Kindergarten. Dürfen wir so früh Auto fahren hier, schon ab 12 Uhr. Saudi-Arabia ist very good. Very good. Oh, very good. Hello. Ich Arabier-Team. Hey, Bogi. Seid ihr nicht in der Schule oder was? Ha? Solche Straßen gibt es ja auch. Jetzt haben sie uns der einfache Autobahn hergeteert. Das ist total krass. Erst Offroad und dann das. Ich muss jetzt mal filmen, weil die Straße ist echt mega breit. Das sind 4 Spuren. Wir sind hier im Schwellenland. Das macht eine ganz neue Bedeutung des Wortes, weil hier gibt es irgendwie manchmal in den Orten alle 10 Meter, manchmal alle 100 Meter diese Bumps und unangekündigt. Und es ist immer ein Gehoppel dazu, zu dieser Anhäufung von Schwellen. Nix, ich muss mich auf Schwellen konzentrieren. Kein Kommentar. Da kommen nämlich schon wieder rein. Es ist eine Katastrophe hier, das ist der Wahnsinn. Beim Runtergehen sogar. Das war krass, weil die Aussicht gigantisch. Da fährt man hoch, denkt, die Straße ist weg. Schau, jetzt mit Anlauf wieder die Straße hoch. Gleiche Steigung wieder rauf. So, der macht das ganz gemütlich hier, weil schneller geht es eh nicht. Extra! Gineb! Ja, Zurich! Zurich! Mario! Mario! Oh, guck mal, haben wir! Ja, aber Alter! Mach am Tell! Mach am Tell! Very nice, good morning. Hello. No. Nach kurzer Passkontrolle geht's wieder steil bergab. Durch hier Bergkamele und keine Wüstenkamele, denn die stehen hier oben am Berg. Und wir erklimmern weiter die Hänge des Assirgebirges. Es ist eine tolle, tolle Landschaft. Ja, immer wieder hat es mal solche Checkpoints hier, wo man dann vielleicht auch kontrolliert wird. Entweder machen die Mittagspause oder sind eigentlich auch ganz freundlich. Also alles im grünen Bereich. Fahrstrecke haben wir hier eine Schule entdeckt. Wir machen gerade Pause und hier waren vorhin 2 Mädchen, aber die sind jetzt wieder verschwunden. Mädchen sieht man ja so selten. Und jetzt zeige ich euch mal so eine Grundschule, wie die hier aussieht. Ja, so sieht dann der Pausenhof aus in einer saudi-arabischen Grundschule. Ist natürlich doch anders als bei uns. Ja. Und, unser Frühstücksplatz und da haben wir jetzt Besuch von den Herren hier, weil die haben nämlich hier Säbel, aber René hat auch ein Säbel natürlich und eine traditionelle Tracht. Hier wird sich ganz anders gekleidet als im Rest von Saudi-Arabien. Jetzt zeigt jeder, was er hier für einen tollen Dolch hat. So, welcher ist denn nur größer? Meine. Ja, okay. Meine ist größer. Hallo. Da sind ganz viele Affen rechts. Das sind die Affen. Ja, es gibt hier Affen. Ach ja. Und jetzt gibt es Nüsse. Die Cashew-Nüsse, die teuersten Nüsse. Die teuersten Nüsse, nur damit wir ein paar Affen sehen können. Ach, die Gleichheit, die sind so gescheit. Kommt her, alle. Es hat noch mehr. Wartet, wartet, es kommen noch mehr. Jetzt kommen sie alle. Aufpassen. Schau mal her. Ja, wer bist denn du? Hä? Wie heißest du? So, die Angie kam schnell und hat sie alle verscheucht, aber sie kommen wieder. Da kommt Rotarsch! Rotarsch ist im Anmarsch. Ui, Rotarsch. Die haben rote Ärsche. Ui, 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 ui. Also das sind die sogenannten Rotarsch-Affen. Gibt's noch Streit? Futterstreit. Das ist der Chef.
Mit seinem langen Zipfel unten. Wir sind heiß, ja? Ganz vorsichtig, weil da die Hunde noch im Auto sind. Sind sie. Hm? Oh, mit Baby. Nicht checken, ne? So, Junge. Das ist der Rädelsführer, der alle Mädels rumkriegt. Die Angie auskommen, die hat jetzt die Affen vertrieben. Aber, dies, aber natürlich müssen sie vorsichtig sein hier am Wadi Lajab. Da geht's rein ins Wadi. Mit zwei Händen rein. Ganz nah sind sie jetzt da, die Affenbande. So, da hinten tobt ein Hundekampf, Angie gegen 6 Hunde oder noch mehr. Auf dieser Seite ist ein Affentheater. Die Katze greifen sie an, aber die sind sich alle gewöhnt. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp im Wadi Lajab und fahren da nach hinten. Entschuldigung. Ja, mal schauen, ob ich da vorne wieder umdrehen kann. Sonst rückwärts raus. Das ist eine Bergwelt. Das Wadi Lajab, gigantisch. Schau mal, wie hoch das da geht. Da hinten wohnen Affen, man hört sie schreien. Da gibt es offenbar auch menschliche Affen da oben. Keine Ahnung, was da zu holen gibt. Die klettern da ohne Sicherheit. Wahnsinn, hey. Und jetzt sind die Affen schon unten. Hier hinten wird gepicknickt. Oh, da ist einer. War die Sarah, schauen wir, weil die natürlich auch den ganzen Müll hier mal wegbringen. Immerhin. Ist ja schon eine super Sache. Picknick haben Angst um ihr Essen und deswegen werfen sie immer Steine zu den Affen. Also die armen Kerls, die wollen natürlich hier mitessen. Aber sie müssen da oben bleiben. Also der René macht auch einen auf Müllmann. Nehmen die dich mit, ja? Ich arbeite jetzt bei der städtischen Müllabfuhr. Bei der Saudi-Müllabfuhr. Die Einheimischen schmeißen Steine nach dem Affen, die gehen wohl immer klauen. So, eben. Mülltaxi. Also, wo die Rebelle dir? Camper. Er holt den Camper. Ja, hi. Die Guck mal, was die Ayla für ein braver Hund ist. Die weiß, dass du da jetzt oben hockst und schon rennt sie mit. Also dieses Wadi ist gigantisch hier. Aber bei den Affen ist mega Geschrei. Aus dem Portugal, die geilen Affen. Die Ayla hat schon Beute gemacht. Ein Knochen. Restaurant und die Affen sind voll frech. Die holen sich hier einfach das Futter von der Terrasse. Da geht's rein. Und dann, was die Bitzen? Sind die süß. Erstmal die Lage sondiert und fahren jetzt aber mit dem Camper ganz ins Wadi hinein. Angie ist hier die Vorhut. Die muss Affen beobachten. Und der Camper wird so klein gegen diese Wahnsinnsfelswände. Ich muss ja wieder die Affen vertreiben da.
So, wir bleiben eine Nacht hier, weil uns gefällt es, mit den Affen zusammen zu schlafen. Mal gucken, wie lange uns das gefällt. Keine Esswaren draußen lassen, weil das sind richtige, gute Räuber. Welcome, welcome, Gabi, Gabi, try, see. Thank you. Also, wir sind mal wieder voll integriert in die arabische Kultur. Picknickkultur, ja. Mit Polizei. Mit Polizei, ja, nett. In der Schlucht. Jetzt gibt es auch noch eine Musikeinlage. Was gibt's Affenscheiße? Gibt das? Naja, leben auch hier. Die wohnen hier. Es ist riesig. Ein Ort, wo es Wasser im Überfluss gibt und da wird hier befüllt. Die Reste von der Menschenparty holen sich jetzt hier die Affen. Und da oben sitzt einer, ein großer. Ich würde sagen, es sind Mantelpaviane. Aber vielleicht seid ihr da noch besser bewandert. Für mich sehen sie. Ja, so, da klettert noch ein Äfflein da oben. Da klettert noch ein Affe. Oh, was wird jetzt das? Jetzt muss er auf den Fels. Was will der? Boah, Scheiße, was soll das werden? Naja, so ein bisschen verrückt sind sie schon, oder? Die Saudis. Aber ich glaube, er will auf den Stein da rauf. Was ist das? Ah, das soll ein gutes Bild werden. Jetzt wissen wir. Oh, geil, ey. Ey, der schafft das. So, und jetzt eine coole Aufnahme. Okay. Hallo. Salam alaikum. Und auch noch in Tracht ist der lustig. So, da gibt es jetzt ein bisschen was zum Fressen und zwar Trockenfrüchte. Die stopfen die sich rein wie die Irren. Ganz im Maul voll. Ja, zack und alles ist weg. Jetzt müssen wir noch eine kleine Nachtfahrt machen. Ein bisschen tiefer ins Wadi, weil nämlich hier nachts ein Wasserfahrzeug nach dem anderen kommt und uns mit der Pumpe hier wach hält. Das wussten wir natürlich nicht. Aber jetzt, ja, René fährt hier ganz eng durch Steine. Ist mal wieder abenteuertypisch. So, ganz schön rum um die Kurve. Ist gut. Aber wie der wieder rückwärts hier rauskommt, das frage ich mich da schon. Ich stehe ja hier in der Schlucht und seit 10 Minuten am selben Platz und es fallen Vögel buchstäblich vom Himmel und ich weiß nicht, was das ist. Und zwar hier ist diese Wand, da geht es nach oben und plötzlich pullern die da die Felswand runter und dann landen sie da, der lebt jetzt noch. Die haben auch mal noch gelebt. Den habe ich umgedreht, aber es nützt nichts. Also sind schon 6-7 Vögel hier runtergekommen innerhalb von 10 Minuten. Wisst ihr, was das sein kann? Komisch. Ich muss dazu noch sagen, die ganze Zeit waren die Affen da an den Felswänden und dann sind die weg. Und dann kamen die Vögel, ganze Schwärme. Und dann vermutlich essen sie den Kot von den Affen oder irgendwas Toxisches. Ich kann es mir nur so erklären, aber vielleicht habt ihr eine andere Idee? Wir erklimmen das Wadi jetzt Richtung Wasserfall. Wir laufen jetzt da nach hinten, das ganze Wadi. Manchmal sind riesen Steine im Weg, aber dahinter ist ein Traum. Hey. Glasklares Wasser. Übrigens, die ganze Nacht kamen LKWs und haben Wasser abgepumpt. Deswegen haben wir uns mehr nach hinten geflüchtet. Bis morgen um 6 Uhr.
haben die mit ihren Tanklaster kamen die. Hey. Ja, die Angie geht Badele, aber der René muss jetzt leider auch Badele gehen, weil da geht's nur durchs Wasser weiter. Magst keinen nassen Füße kriegen, hä? So, so. Schauen wir mal, das muss ich auch schaffen. Ja, Kontakt ist eigentlich sofort möglich, auch wenn die ein bisschen scheu sind am Anfang. Die Hunde brechen doch immer den Kontakt, so ist das. Geht es jetzt nur noch über Strickleiter weiter. Mal schauen. Und wohin dann? Es ist gigantisch, auch diese Bäume da oben, die zwei verschiedenen. Müssen die Hunde unten warten, weil da geht es jetzt nicht mehr weiter für die. René Bergsteiger, na du Schweizer. Hält es? Jo, weil jetzt hast du den Gipfel aber erklommen, hä? Hier muss man klettern, diesen Felsen überwinden. Die Hunde, vor allem die Ayla, merkt, da kommt sie nie durch. Also ich gehe wieder zurück. Tschüss. Angie geht vielleicht mit. Machst du einen Flieger? Nur nicht ausrutschen. Ja, schon, ne? Hier hat's Wasser. Wie im Dschungel. Es geht hier weiter, leider ohne meine Wölfe. Weil die nicht klettern können da. Ayla konnte nicht mit. Wir fühlen uns hier wie auf Dschungelexpedition. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt geht's nur noch durchs Wasser. Mal schauen. Oh, jetzt geht's nur noch hier weiter. Zu Wasser. Bist du durchgelaufen oder geschwommen? Gelaufen? Ja, geht noch, okay. Da habe ich meine Hunde, Wölfe zurückgerassen. Jetzt muss ich auch noch meine Partnerin zurücklassen, weil es zu extrem war zum Klettern. Ja, so müssen auch Felsspalten überwunden werden hier. Barfuß wäre besser. Die Katzen und den Affen. Die Katzen, die brauchen dann immer wieder einen Rückweg. Wäsche waschen nachher. Unbedingt. Das ist mal super. Aber jetzt geht's wieder durchs Wasser. So geht das in den Amazonas. Genau. Aber Wasser. Eier, da werden die Eier noch. Aber Wasser treten ist ja gesund, oder? Oh, ist gar nicht so kalt. Gut, gibt's hier keine Krokodile. Jetzt echt schnell. Ja, weil du konntest, geh allein runter da. Erstmal. Hosen zu eng. So. Da ist sie. Schnell noch ein schönes Gesicht machen. Auch wenn du dich gerade so quälst. Oh, da geht's 3 Meter runter. Hast du es? Hast halt. Ja. Ich komme! So tönt's, wenn Herrchen mal weg ist und die zwei nicht weiterkommen wegen diesem Riesenfelsen. So, dieser Felsen ist im Weg und da hinten sind meine Wölfe. Da sind sie! Ja, fein, haben die gewartet! Super! Ich komme doch immer wieder, hä? Wenn der Meister da ist, dann herrscht Freude. Ja, fein. So, die Tänzerin kann auch klettern und das wie. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.
So, Fan Life in Saudi-Arabien funktioniert so. Okay. Okay. Das ist Fan Life. Supermarket. Das Orange. Ja, yeah, gut. Oh, okay, das ist ein Händler offenbar. Okay. Er verkauft da was, aber der lebt auch da drin. So wie das aussieht. Da gestern reingeschnuggelt in der Nacht, jetzt müssen wir halt irgendwie wieder rückwärts wieder raus. So, knapp am Felsen vorbei. Schräglage, oh Gott. Der Fahrer kennt sein Fahrzeug, weil sonst wäre das nicht möglich hier durch. Immer natürlich fleißige Unterstützer da dabei. Und draußen wieder auf sicherem Grund nutzt der René so ein Wadi, kann man auch zum Autowaschen verwenden, wenn es hier so viel Wasser gibt. Camper putzen in dieser grandiosen Umgebung, aber die Solarpaneele müssen natürlich wieder sauber werden. Da ist so viel Wüstendreck drauf. Ein gescheiter Mann braucht hier einen Säbel. Stimmt's? War das geil in dieser Schlucht. Und jetzt fahren wir wieder raus. Ja, man kann auch mit einem LKW nach hinten fahren. Da kommen noch ganz viele Tanklastzüge, aber eben in der Nacht. Jetzt geht's wieder raus. Bauen die Straßen so steil, das glaubt man kaum. Jetzt haben wir gerade die Höhe erreicht mit Untersetzung und jetzt geht's runter und es ist bewölkt. Mal was Neues und schön kühl. Also, nur mal zum Vorstellen, wie steil das ist. Ich bin im ersten Gang, die Motorbremse ist drin und trotzdem wird er manchmal schneller. Geiler Imbissladen. Die meisten nehmen es mit. Das ist mal ein Kitchen, hä? Also hier gibt es lecker Essen für alle Nationen. So, und das wollen wir jetzt alles essen. Uiuiui. Wir sind jetzt in einem typischen Saudi-Restaurant. Da hinten hat es Kabinen für Familien und wir essen reichlich saudisch, vegetarisch, was auch immer. Sabchic. Wir haben jetzt den Bashtam Lake erreicht und einen wunderschönen Schlafplatz gefunden und werden jetzt hier mal parkieren. So, und da bin ich wieder, hatte gerade eine Fliege auf dem Kopf. Ja, das war jetzt wieder mal eine super schöne Tour. Und die nächste Tour geht dann auf die Farazan-Inseln, wo es richtig heiß wurde und dann wieder zurück. Und ja, wir erleben da wieder einiges. Ja, schön wart ihr dabei, danke für Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!